Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Minecraft. Ach, hier brutzelt noch ordentlich Fleisch, wir haben aber noch genug dabei. Ich habe hier nochmal eine Truhe gebaut, wo ich dann so ein bisschen was reingepackt habe, wofür ich gerade keinen Platz hatte. Nehmen wir mal die anderen Sachen alle raus, die rausgekommen sind. Das war jetzt nichts Spannendes. Deswegen packe ich das erstmal hier alles rein. Ja, und dann können die Sachen jetzt hier nochmal durchlaufen. Vielleicht haben wir dann gleich noch Glück und kriegen ein Fossil. Oh, da haben wir sogar eins. Liopleurodon. Okay, das ist ein Wassersaurier. Ja, den Rest gucken wir uns dann nachher an. Diplocaulus DNS. Was kommen denn jetzt für krasse Sachen hier raus? Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Okay, gerade haben wir echt ein bisschen Glück. Es ist gerade auch Nacht geworden, wir können schnell schlafen. Ziel für die heutige Folge ist tatsächlich, dass wir den Verzauberungstisch fertig kriegen. Weil die Bücherregale haben wir ja mittlerweile. Und ich denke mal, mit verzauberten Sachen können wir dann auch viel schneller vorankommen in Zukunft. Aber das heißt jetzt erstmal für uns natürlich, dass wir... Nur zwei Eisenbarren, ärgerlich. Nehmen die trotzdem mal mit. Das heißt für uns, dass wir jetzt erstmal kurz in die Mine gehen, weil wir brauchen dafür auf jeden Fall noch mehr Eisen für einen Eimer. Dann brauchen wir Diamanten und wir brauchen Obsidian. Obsidian können wir dann mit einem Eimer machen, mit einem Eimer Wasser und einem Eimer Lava. Und damit können wir dann den Verzauberungstisch bauen. Wir haben natürlich keine Stöcker. Müssen erstmal Stöcker herstellen. Jetzt mache ich mal eben zwei Spitzhacken. So, perfekt. Und dann gehen wir erstmal wieder in die Mine. Ich glaube, ich versuche erstmal mit Höhe 9 das zu machen. Ich weiß leider nicht, wie das in dieser Minecraft-Version ist. In der aktuellsten ist es tatsächlich so mit Diamanten, dass man irgendwie bei Höhe minus 59 oder so die meisten Diamanten findet. Aber ich glaube, hier bei der Minecraft-Version kann man noch nicht mal ins Minus gehen. Okay, wir sind hier auf Höhe 9. Das heißt, ich fange jetzt einfach hier an, einen neuen Tunnel zu bauen, würde ich sagen. Leider gerade erstmal mit einer Spitzhacke aus Stein nur. Ich will halt die Eisenspitzhacke noch ein bisschen behalten. Wenn wir ganz dringend Eisen brauchen sollten, dann könnten wir natürlich auch nochmal in den Riss gehen. Aber ich möchte gerade eigentlich nichts riskieren, weil wir halt 24 Level haben. Und wenn wir jetzt hier noch Kohle und Redstone und sowas einsammeln, dann kriegen wir auch noch mehr Level. Und damit können wir dann ja im Endeffekt auch verzaubern, was ganz cool ist. Oh, das ist sogar Eisenerz. Perfekt. Damit bauen wir uns dann als nächstes wahrscheinlich erstmal eine neue Spitzhacke. So viel war es jetzt leider nicht. Es kommt noch mehr zum Vorschein. Perfekt. Dann ist es doch gar nicht so wenig. Kohle nehmen wir auch mit, wegen der XP. Weil die Erfahrungspunkte möchte ich gerne haben, weil wir brauchen bis Level 30, glaube ich, damit wir perfekt verzaubern können. Und darüber ist natürlich auch nicht schlecht, weil das Verzaubern kostet auch Level. Das heißt, je mehr XP wir hier sammeln, desto besser. Ich höre hier irgendwo Lava, wir müssen vorsichtig sein. Das ist aber eine riesen Kohlequelle. Die geht immer weiter, was ist das denn? Also eine große Kohlequelle hatte ich, glaube ich, noch nie. Es waren bestimmt mehrere aneinander direkt. Ich hoffe immer noch so ein bisschen auf den Skarabius. Damit könnten wir uns dann halt Apex Predatoren zähmen. Sowas wie ein T-Rex oder ein Spino. Kommt halt darauf an, was für ein Skarabius wir finden. Ich glaube zum Beispiel für den Spino braucht man so einen blauen Skarabius und für den T-Rex bräuchte man einen roten. Ich hätte aber schon Lust auf einen Spinosaurus, muss ich sagen. Der kann bestimmt auch gut schwimmen. Okay. Wir haben die Lava gefunden. Dann lassen wir das, den Rest von der Kohle einfach mal da hängen, würde ich sagen. Buddeln hier weiter. Soll ich euch mal was Gutes sagen? Dadurch, dass wir gerade die Lava gefunden haben, können wir gleich ohne Probleme aus Obsidian herstellen.
Jetzt wissen wir ja, woher wir die Lavaware dann nehmen können. Kann ich dann gleich einfach mit einem Eimer mir da abzwacken. Da müssen wir es, glaube ich, nur über Wasser gießen und dann entsteht, glaube ich, Obsidian. Oder war es andersrum? Ich glaube, es war andersrum. Ich glaube, man muss Wasser über Lava gießen. Ich glaube, so rum. Müssen wir dann testen. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir das gefunden haben. Endlich mal wieder was gefunden. Das ist auch lange gedauert. Die zweite Steinspitzhacke ist auch schon fast weg. Aber ich will gleich auch auf jeden Fall weiter mit Eisenspitzhacken arbeiten. Das geht halt schneller. Sobald die hier verbraucht ist, mache ich mir mal schnell eine neue. Dann aber aus Eisen. So, die erste Ausbeute sind... Wo haben wir sie? Da. 11-mal Eisenerz. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Oh, wir hatten ja sogar noch ein bisschen Eisen. Das heißt, wir haben jetzt 13, da können wir doch einen Eimer machen. So, einen Eimer. Und dann machen wir noch 3 Spitzhacken, würde ich sagen. Warte mal, wie macht man das denn hier? Wie nehme ich denn hier nur einen ab? So, jetzt aber. Jetzt haben wir 3 Spitzhacken. War schon wieder mit einer Spitzhacke. Kein Eisen gefunden und auch kein Diamant. War dafür relativ viel Redstone, Lapis Lazuli, Kohle. Ihr seht es ja am Level. Ich bin schon Level 27. Nimm's jetzt auch gerade alles mit wegen der Erfahrung halt. Ich hoffe echt jetzt auf Diamanten. Wir brauchen insgesamt 5 Stück. Habe ich mir mal durchgerechnet. Wir brauchen 2 für diesen Tisch, den wir haben wollen. Und wir brauchen 3 für eine Diamantspitzhacke. Die brauchen wir, glaube ich, um nicht Lapis Lazuli, sondern hier dieses Obsidian abzubauen. Boah, Kies ist ja richtig nervig. Ja, ich hoffe, wenn wir gleich eine Quelle finden an Diamant, ist es so eine große, das wäre schön. Aber bis jetzt sieht es echt schlecht aus. Oh, ich habe keine Lust, die Kohle hier mal abzubauen, sage ich euch ehrlich. Mir zu anstrengend. Lava. Okay. Ich würde gerne mal da hochbauen, muss ich sagen. Weil meistens oder öfters findet man auch an so Lavaseen direkt Diamant. Bis jetzt haben wir halt echt kein Glück. Die zweite Spitzhacke auch gleich aufgebraucht. Und wenigstens mal hier ein bisschen Eisen. Das hat sich jetzt schon gelohnt, da hochzubauen. Aber diamanttechnisch sieht das ganz schlecht aus. Guck mal, jetzt haben wir hier den Jackpot. Jetzt noch ein Skarabäus, dann bin ich wieder glücklich. Dann meckere ich nicht mehr. Nee, aber trotzdem sehr, sehr gut. Versuche jetzt mal hier so oben hinzubauen zur Lava. Dass wir halt dann von oben kommen. Muss doch hier irgendwo sein, die Lava. Wahrscheinlich weiter unten. Ich glaube, wir sind schon von der Richtung gar nicht schlecht. Ja, da haben wir sie. Ich glaube, das ist halt echt nur so ein Lavasee und keine kleine Höhle oder so. Schade, schade. Gott. Nee, das ist nix. Das ist nix, Leute. Schade, schade. Wir bauen jetzt mal in die andere Richtung. Kann doch nicht sein, dass wir so viel Pech haben. Ich bin jetzt schon ganze 25 Minuten dabei. Oh, jetzt ist hier Wasser. Ist das gut? Ich kann jetzt mal kurz hier erkunden. Oh, das sieht sehr gut aus hier. Zumindest viel Eisen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da unten war ja auch noch Eisen, bevor ich das vergesse.
Oh, das ist richtig gut gerade. Eisen braucht man immer. Jetzt müssen wir uns mal eben gegens Wasser ankämpfen und noch da weitergehen. Die Hülle geht ja auch noch weiter da vorne. Oh, das sind noch mehr Ressourcen. Sehr schön. Das ist echt gut. Ah, jetzt sind wir wieder in dem Riss. Okay. Das war das Gold, ne? Ja. Okay. Ja, dann gucken wir halt jetzt hier nochmal. Dann ist es halt jetzt gefährlicher. Aber ich bin gerade ein bisschen ungeduldig, muss ich sagen. Oh, da ist ein Enderman. Nicht in die Augen gucken. Tu uns bitte nichts. Sind auch Creeper und so. Das ist halt so gefährlich. Ich weiß nicht, ob sich dieser Riss lohnt. Ich glaube es irgendwie nicht. Hier ist, glaube ich, auch schon Ende. Es ist einfach viel zu hohes Risiko, dass dann uns ein Creeper auf den Kopf fällt oder wir den Enderman aus Versehen angucken. Das ist einfach nicht wert. Das ist halt echt schade. Und der sieht halt auch nicht vielversprechend aus, dieser Riss. Naja, immerhin haben wir viel Eisen jetzt hier geerntet. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und Wasser in unsere Höhle geschwemmt. Okay, dann müssen wir wohl weiter drüben bauen. Baue ich mal direkt hier, wo wir... Ah, wow. Nummer 2 ist auch kaputt. Dann können wir schnell nochmal unser Eisen anheizen. 23 Eisenerz, auch richtig gut. Ich werde jetzt übrigens ja noch ein bisschen länger so... buddeln und ich mache es dann einfach mal so, dass ich euch jedes Mal eben kurz auf den Laufenden bringe, wenn ich eine Spitzhacke kaputt habe. Das ist halt immer schwierig, ne? Ist halt für euch nicht so spannend zum Zuschauen, aber ist halt ein sehr, sehr großer Bestandteil von Minecraft. Das gehört halt einfach dazu. Und deswegen muss man das halt auch ein bisschen mit reinnehmen. Weil ich sitze jetzt ja auch hier dran und muss das machen. Dann müsst ihr da auch durch. Dann müsst ihr mit. Hofft einfach drauf, dass wir schnell Diamanten finden. Dann können wir auch wieder raus in die Welt und spannende Dinge erleben. Das sieht halt aktuell echt schlecht aus. Und Spitzhacke hinüber. Ey, drei Spitzhacken schon kaputt jetzt. Kein Diamant. Das gibt's doch nicht. Also ich habe wirklich kein Glück. Nächste Spitzhacke hinüber. Eieiei. Oh, ein Spinosaurus-Schädel haben wir gerade gefunden, sehe ich gerade. Okay, krass. Das heißt, wir können jetzt auch DNA von dem gewinnen damit, oder? Das ist ein guter Fund, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hier leider echt viel Müll rumfliegen. Auch gerade aus Versehen Eisenschaufeln gemacht. Naja, passiert. Wir machen jetzt nochmal eine weitere Fuhre Spitzhacken und dann geht's wieder... in die Mine. Oh, das ist dir, oder? Oh mein Gott. Endlich. Hofft jetzt darauf, dass es 5 Stück sind. Dann können wir hier raus. Wir nehmen erstmal das Eisen hier noch mit. Oh, wenn das jetzt 5 sind, das wäre so unfassbar gut. Ist aber, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass man 5 Stück bekommt. Na, gucken wir mal. Wir hoffen das Beste. Moment. Ein Diamant. Unser erster. Oh, sehr schön. Pack das mal hier rein, damit wir das sehen, wie viele es sind. 2. 3. Komm schon, bitte. Lass noch einen dahinter versteckt sein. 4. Nein, es fehlt genau einer. Ey, ist aber trotzdem eine gute Quelle gewesen. 4 ist, glaube ich, echt gut. Und wir haben auch fast Level 30 mittlerweile. Und nächste Spitzhacke kaputt. Weiter geht's. Und nächste Spitzhacke kaputt. Aber wir haben noch 3 Stück dabei.
Hund wieder eine Spitzhacke kaputt. Das kann echt nicht wahr sein. Jetzt gerade haben wir wieder echt Pech. Ich bin schon Level 31 jetzt. Ich habe super viel Eisen schon gefunden. Also wir haben ja, 45 Eisenerz schon. Also das heißt, damit haben wir erstmal ausgesorgt. Und auch Fossilien und so habe ich ohne Ende gefunden. Aber am meisten freue ich mich natürlich über den Spinosaurus-Schädel, muss ich sagen. Das ist schon am coolsten. Ich meine, da kriegen wir DNA raus. Auch zu 100%. Ich weiß es aber nicht. Das müssen wir gleich testen. Ich dachte, es war immer so, wenn man einen Knochen hat, dass man auf jeden Fall DNA rauskriegt. Aber bin ich gleich gespannt, wenn wir in der Oberfläche sind. Aber erstmal brauchen wir halt noch einen Diamanten. Nützt nichts. Oh, ich hätte Zombies. Dann muss hier irgendwas in der Nähe sein. Das wäre doch mal eine Alternative hier zum Buddeln, weil ich habe jetzt gerade echt keine Lust mehr, muss ich sagen. Bin jetzt übrigens 55 Minuten am Meinen. Hab nur 4 Diamanten gefunden. Also ich glaube, ich bin sehr, sehr unlucky unterwegs. Ich glaube, normalerweise findet man ein bisschen mehr. Ich bin eigentlich auch die ganze Zeit auf der richtigen Höhe. Naja, dafür habe ich andere gute Funde gemacht. Also richtig viele Biofossilien und so. Ganz viel Eisen. Das ist ja auch nicht schlecht. Boah, viel. Und Dings kaputt. So viel Redstone, ey. Wo sind die Zombies? Aber hier geht richtig Action ab. Hier ist alles. Spinnen, Zombies. Oha. Wo ist das vom Sound? Das klingt super nah. Die sind doch hier irgendwo gleich. Oh, Diamant. Oh mein Gott. Oh, ist das lucky. Oh mein Gott, und dann so viel. Oh, jetzt werde ich richtig belohnt. Das waren 8 Stück, oder? Ja. Ist aber die Höhle noch hinten eigentlich. Was ist denn das? Klingt super nah einfach. Ich habe auch keine Fackeln und so mehr. Also richtig erkunden können wir nicht, aber ich würde die gerne finden. Oh mein Gott, wenn ich jetzt sterbe, wäre doof. Ich habe sie auf jeden Fall gefunden. Boah, halt bei uns natürlich Kies, ey. Kies ist halt tödlich. Oh mein Gott, das war ein Fehler. Okay, alles cool. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Wir müssen uns diese Höhle markieren einfach, würde ich sagen. Und jetzt, wir haben keine Fackeln mehr oder so. Irgendwann, ich muss die Fackel hier noch mitnehmen. Irgendwann kommen wir hierhin zurück. Aber jetzt will ich erstmal raus aus der Mine, sage ich euch so, wie es ist. Wir haben jetzt genug Diamanten gefunden. Ich habe sonst wie viele Spitzhacken verbraten. Ich habe ja nicht mal mehr Fackeln, ihr seht es ja, hier ist nichts mehr beleuchtet. Ich hau jetzt ab, ich gehe jetzt nach oben und dann machen wir das, was ich eigentlich vorhatte. Höhle erkunden können wir dann wann anders machen. Endlich wieder am Tageslicht. Was geht denn hier ab, ey? Lasst mich alle in Ruhe. Ich will gerade nicht mehr. Aber ich kann euch jetzt mal die Ausbeute zeigen. Also die ist halt echt krass. Also wir haben natürlich einmal hier den Spinosaurus-Schädel. Ganz viel Kohle haben wir auch. Dann haben wir Eisen. 15 haben wir noch. Und 50 Eisenerz haben wir. Kann ich jetzt erstmal hier reinpacken, würde ich sagen. Wenn wir so einen Stack Kohle einfach nehmen können. Dann haben wir auch noch Golderz gefunden. Ich würde eigentlich gerne hier auch schnell noch was reinpacken. Oh, nochmal Tyrannosaurier-DNA. Das ist sehr gut. Hallo, kannst du mal verschwinden? Aber wir haben ja noch super, super viel. Guck mal, Reliktschrott 30. 27 Biofossilien. Und natürlich hier den Spinosaurus-Knochen. Bin ich mal gespannt, ob wir da die Spinosaurus-DNA rausbekommen. Ich hau das jetzt alles erstmal hier rein. Den Eimer brauchen wir gleich. Reliktschrott können wir jetzt hier reinpacken und dann mal so ein Schwert.
Und dann sollte das repariert werden. Wir haben ja mittlerweile genug. Frag mich ja, was das ist. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das so grün ist. Gerne den Unterschied da mal wissen. Spinosaurier-DNA haben wir tatsächlich bekommen. Ey, wir haben so krasse DNA. Ja, das ist richtig. Sehr, sehr gut. Hier passieren. Hallo? Ich mach die Tür nicht auf. Ich will nichts kaufen. Ey, was für ein Penner. Ist das dein Ernst? Guck mal, wie er auch so seitlich steht, damit ich es so nicht sehe. Und er dann direkt explodieren kann. So, wir machen uns jetzt aber endlich eine Diamantspitzhacke. Die haben wir uns auch verdient. Ah, das ist schön. Die anderen Diamanten behalte ich erstmal. Man weiß ja nie. Ich habe nämlich jetzt gerade erstmal keine Lust mehr zu meinen. Jetzt müssen wir halt irgendwie hier rauskommen, ohne dass der explodiert, der blöde Typ. Ich weiß noch nicht, wie wir das anstellen. Wir brauchen auch noch Fackeln, sehe ich gerade. Noch gar kein Holz mehr, glaube ich. Wir haben einfach kein Holz mehr. Das heißt, wir können nicht mal Fackeln machen. Aber wir können gerade auch halt auch nicht raus, weil der blöde Creeper da steht. Ich will nicht, dass irgendwas explodiert eigentlich hier. Wie mache ich das denn jetzt? Ein bisschen hinten rausbauen oder so, oder? Hier so. Dann locken wir den weg vom Haus. Habe ich dich ausgetrickst? Du wolltest mich reinlegen? Aber ich habe dich ausgetrickst, mein Freundchen. Ich will kein Loch im Garten. Sehr schön. Okay. Das ist doch schon mal gut. Jetzt müssen wir natürlich hier noch wieder das Ganze zubauen. Und dann gehe ich, glaube ich, bevor wir jetzt Holz sammeln für Fackeln, gehe ich direkt mit einem Eimer Wasser runter zur Lava. Und dann holen wir jetzt Obsidian. Also eigentlich müsste doch jetzt Obsidian entstehen, wenn ich das darüber gieße, oder sehe ich das falsch? Müsste doch jetzt Obsidian sein, ja. Jetzt hoffe ich mal, dass darunter keine Lava mehr ist. Ach, wir brauchen die andere. Weil dann sollte das passen. Wenn da drunter jetzt noch mehr Lava ist, fällt es natürlich da rein. Das wäre ärgerlich, da müssen wir einfach nochmal Wasser gießen. Ach, natürlich ist da drunter noch mehr Lava. Wie ist denn das, wenn ich jetzt Wasser lasse? Kann ich denn das Obsidian looten? Könnten wir mal ausprobieren. Weil es dann eventuell direkt wieder zugeht. Boah, ich werde weggeschwemmt. Ich kann es nicht einsammeln. Aber wir haben Obsidian. Sehr gut. Das heißt, wir können hier weitermachen. Insgesamt brauchen wir 4 Stück. Die Suche hier hat super, super lange gedauert. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass für euch die Folge jetzt nicht so lange ausfällt, weil ich halt super viel rausschneiden werde. Aber dann ist das so. Ist halt, wie gesagt, ein großer Bestandteil von Minecraft. Gehört halt dazu. Und ich mag das an sich auch. Es war nur heute ein bisschen unbefriedigend, weil ich halt sehr wenig Erfolg hatte. Zumindest die ganze Zeit nicht. Am Ende habe ich dann natürlich so eine Riesenquelle gefunden. Das war nochmal ganz schön. Aber ansonsten war es halt eine sehr große Durststrecke. So, und jetzt würde ich nochmal eben einfach schnell einen Anbau machen, denke ich mal. Wir haben hier eh so wenig Platz. Ich weiß gar nicht, wo ich das genau hinmachen möchte. Muss jetzt auch nicht gut aussehen, weil ich werde im Laufe der nächsten Folgen vermutlich umziehen. Da gehe ich mal sehr stark von aus. Deshalb ist das jetzt echt nicht so wichtig, dass das krass aussieht. Muss jetzt einfach nur seinen Zweck erfüllen. Ich glaube, so reicht schon von der Größe. So ungefähr. Ich glaube, da können wir dann diesen Bücherregalraum machen, den ich gern hätte. Ich will einfach nur jetzt ein paar Sachen verzaubern, dann beim nächsten Mal kümmern wir uns dann nochmal um Slimes oder so und können dann gleichzeitig auch erkunden in einen neuen Ort, weil wir jetzt unbedingt eine Bleibe haben, wo ich vernünftig bauen kann. Nicht so was Vorübergehendes, wie es hier halt ist.
stört mich halt ein bisschen leider. Wir brauchen halt erstmal die grundlegenden Sachen, bis wir umziehen können. Verzauberte Sachen helfen sehr, sehr doll, glaube ich. Wir können jetzt alles verzaubern, was wir haben. Waffen, Rüstung, dann Werkzeuge, das ist schon ziemlich viel. Haben wir hier gleich auch noch ein Fenster rein. Dass hier ein bisschen Licht reinkommt. Aber es muss jetzt echt nicht schön aussehen. Ich mache jetzt da oben jetzt auch nicht die Platten, denn ich mache jetzt einfach so dicht. Mit Holz. Weil es halt gerade Nacht ist. Und dann können wir gleich anfangen mit Verzaubern. Ich freue mich schon. Da machen wir schnell Bruchstein rein. Und ich hoffe, das reicht jetzt gleich vom Platz. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie das funktioniert mit dem Verzaubern, weil man muss die Bücherregale in einer bestimmten Anordnung, glaube ich, da drumherum stellen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber erstmal muss jetzt die Scheibe zu, sonst fühle ich mich hier nicht wohl. So, jetzt können wir es nochmal schnell machen. Wir brauchen 16 Scheiben raus, das ist natürlich super. Dann machen wir hier dicht. Jetzt fühle ich mich auch erstmal wieder sicher, das schüttelt nämlich auch dann mal weg. Das stört eher nur. Und dann können wir endlich das machen, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. Obsidian habe ich, 2 Diamanten habe ich, ein Buch habe ich. Und daraus können wir den Verzauberungstisch machen. Zaubertisch. Endlich. Ich glaube, der muss jetzt hier in die Mitte. So. Drumherum kommen jetzt Bücherregale. Ich hoffe, die reichen, die 16. Ich glaube, wir können den sogar noch einen nach hinten machen. Obwohl, das ist, glaube ich, richtig so. Wir können schon bis Level 18. Oh, es ist sogar Glück. Glück hätte ich gerne. Lieber Glück 3 haben. Gibt's das? Mal gucken. Ja, Level 30. Effizienz 4. Okay, jetzt ist leider Glück weg. Aber Effizienz 4 ist auch krass, ne? Dann haben wir eine sehr, sehr gute Spitzhacke. Und vielleicht kriegen wir auch noch weitere Sachen darauf. Also es ist halt immer so die Glückssache. Aber ich glaube, ich nehme mal Effizienz 4 mit. Dann können wir richtig schnell abbauen. Brauchen wir nur ein bisschen Lapis Lazuli. Wir müssen uns halt dann noch irgendwann eine Spitzhacke mit Glück besorgen. Für Diamanten und sowas. Ich mach's jetzt auf die hier, weil die es kaum verbraucht. Okay, wir haben Glück 3, Haltbarkeit 3 und Effizienz 4. Oh mein Gott, das ist krass, oder? Das ist, glaube ich, richtig krass. Die ist unendlich haltbar, die ist super schnell und die baut einfach... Also Glück bringt halt, dass zum Beispiel, wenn man einen Diamantblock abbaut, dass mehr daraus kommt als ein Diamant. Das heißt, diese Spitzhacke ist richtig krass. Ich glaube zumindest. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob das krass ist oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall gerade sehr darüber. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt gerade, das Verzaubern. Eieieiei. Nicht schlecht. Ich würde jetzt auch gerne nochmal eben mir eine volle neue Eisenrüstung machen. Das ist gerade so belohnt, dass wir so eine gute Spitzhacke bekommen haben. Oh mein Gott. Das ist so schön. Der ganze Aufwand hat sich einfach gelohnt. Einfach nur gut. Ja, wir haben jetzt natürlich nicht die Level dafür, aber ich werde die trotzdem, glaube ich, verzaubern. Schutz 4, komm. Ja, nehmen wir mit. Jetzt haben wir nur noch hier 27 Erfahrungspunkte, aber ich mache jetzt alles durch hier. Das lohnt sich gar nicht mehr dann. Wasserläufer, oh mein Gott. Das ist ja übel gut, dass es sowas gibt. Ach, es gibt so krasse Sachen. Ich glaube, wir müssen XP farmen. Vielleicht sollten wir einfach mal ein paar Sachen durchbrennen, weil das gibt auch XP. Oder einfach mal versuchen, gegen Dinos zu kämpfen. Aber ich bin jetzt schon mal sehr zufrieden, muss ich sagen. So, ziehen wir erstmal dann so an. Und ich würde auch sagen, mit dieser coolen neuen Spitzhacke können wir die Folge mehr als erfolgreich jetzt beenden. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, obwohl wir so viel gemeint haben. Ich würde mich über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein.
euer Dandy.